Ich tanken. Was hast du denn jetzt gemacht? Im Gang umgeschaltet, also auf 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je nachdem, wie er fährt, Jens. Also wenn er wieder gleich so Gas gibt, wie er es die ganze Zeit tut, dann reicht es nicht. Ja. Wir können tanken. Motor abstellen, genau. Und dann, ach, du hast wieder abgewirkt. Ja, ja. Dann jetzt die, was hast du gedrückt? Wie lange fährt man für 750 Kilometer? Ich denke mal so 20 Minuten, 25 Minuten. Vielleicht noch, ja, maximal eine halbe Stunde, denke ich. So. So. Ja, eben, das ist es. So wie Fabi fährt auf jeden Fall. Sind 30 Points viel. Du kriegst 4 Punkte pro Stunde COC Master. 4 pro Stunde. Dementsprechend kannst du dir ausrechnen, wie viel das ist. Wenn wir ein Giveaway machen würden, dann könntest du damit ein Los kaufen. Macht nicht wie Martin die Rakete. Hast du jetzt neue DLC schon geholt? Nein, tatsächlich noch nicht. Ich habe gerade als wir live gegangen sind, überhaupt erst gesehen, dass es so ein neues DLC gibt mit neuen Ladungen. Deswegen habe ich das bisher nicht. Nein. Muss auch mal gucken, wie teuer das ist. Und also sag mal 5 Euro, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt dafür bezahlen. Für so ein paar neue Anhänger. Du kannst mal wieder schalten. Nee. Warum nicht? Ja. Ah. Und du blinkst noch. Ach so, naja, stimmt. Wie lange streamst du noch? Die Frage, die wir nicht beantworten können, Digga, weil es ist Open End, wie du unserem Stream-Profil und unserem Streamplan entnehmen kannst. Ich würde auch jetzt hier 50. Ja, in, wenn man in echt 720 Kilometer 20 Minuten fährt, das wäre schön, ja. Wo wohnst du? Ja, in Hamburg. Ja, okay, das sind 400 Kilometer. Moment, ich komme eben rüber. Wo geht's hin? Gute Frage. Nach Dresden war es, ja, glaube ich. Ja, nach Dresden. Nach Dresden, in den Osten. Er gönnt sich den Osten. Ja. Open End, okay, Ende. Wieso will ich denn links abbiegen? Ach, ist da Hamburg gewesen? Nee, ne? Also wirklich Hamburg? 4,45, boah. Gar nicht so wenig, naja. Was war da eben, Sky? So, Fabi auf dem Weg mit 111 Kilometer pro Stunde. Im Osten geht die Sonne auf. Im Osten geht die Sonne auf. Gestern Abend gab es einen Bug Tropico 4 Collector Edition für 39 Cent. Wow. Schöner Bug. Zum Thema Streamplan Channel auf Android sieht man das alles nicht. Das ist leider falsch, Scooby-Dooby. Denn du hast da so ein kleines Symbol, ja, nicht nur das Herz-Symbol zum Followen, sondern du hast auch ein I-Symbol. I für Information. Ach so. Wenn man, ja, ich habe vergessen, Blinker auszumachen. Das müsste man halt mal ausprobieren und dann wüsste man auch, dass das durchaus auch auf dem Android funktioniert. Regnet jetzt auch momentan ein bisschen. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich sehe total viel Regen. Dann ist bei dir was anderes als bei mir, weil ich habe auf der Android-App das i-Symbol. Du hast eine Taste für Fullscreen? Die habe ich beispielsweise nicht. Mehr mache ich den Vollscreen an, indem ich das Ding in die, ja, Seitendingens bringe. Hey, Andi Sertan.
Hey, Andi. Vielleicht beim IS-1 nicht, das kann natürlich sein. Das ist die Grenze, die wir gerade überqueren haben. Du solltest mal ein bisschen aufpassen, nicht, dass du wieder umkippst. Ja, es war ja jetzt gerade die holländische Grenze, ne? Boah, ich meine schon. Ja, ja, die kenne ich doch. Würde ich sagen. So, ich weiß nicht, ob die Kamera das hinbekommt. Pass auf da. Nee, doch, man sieht so einigermaßen. Da ist ein I. Diese Rechtsüberholer. Also, das gibt's auf jeden Fall. Nee, muss ich jetzt nicht runter. Ich dachte schon. Wie? Bei mir regnet es aber. Das ist eine komische Situation jetzt gerade. Genau, aber alternativ. Das gar nicht. Was ist das denn? Alternativ kann man auch. Das ist ein Galaxy Note 3. Alternativ kann man auch von ganz rechts am Screen anpacken und dann so nach mit dem Finger nach links rüber sliden. Wobei, nicht ganz rechts, aber dann bekommt man auch das Profil eingeblendet. Ich lese schon wieder ein Film mit. Da will jemand wissen, wie das Lenkrad ist. Hier, dann sieht das so aus. Dann hat man auf der einen Seite das Dingens, das Profil. Also funktionieren tut es. Es kann natürlich halt nur sein, dass wenn du eine Krüppelversion hast, dann würde ich die einfach mal aus dem Play Store laden und dann aktualisieren. So, wir müssen nach Osnabrück. Wo wollen wir? Nach Hamburg. Hamburg oder Osnabrück, Jungs? Sag genau. Schnell. Ach, ich glaube Hamburg. Scheiße. Das ist das Ding schon wieder da runter. Ja, das hat er noch. Du hast noch das Fernlicht an. Ja, ich hab's. Ist allerdings nicht so schlimm. Also, naja. Warum bremst du komplett runter? Ja. Hey, Patrick. Hi, Patrick. Ja, ich weiß, dass da was rausgekiet wird. Danke, Leo. Das ist halt, so mit Chroma Key kann man auf jeden Fall keinen, nicht gut irgendwas auf dem Handy zeigen in der Webcam, weil das halt rausgekeyt wird. Mach mal eine Roomtour, ja, vielleicht bei Gelegenheit, COC Master. Aber nicht jetzt derzeit. Kann ich auch gar nicht, weil so weit reicht die Webcam nicht mit dem Kabel. Wieso gibt denn kein Gas? Du fährst gerade auf, also quasi hoch. Und da hast, du hast eine Ladung hinten dran, die ja 22 Tonnen schwer ist. Ja und? Ja, ja. Das ist ja keine Ausrede. Was sind denn? Ach, schaff eben. Sponsor mir mal ein Driving Force GT. Eher nicht. So weit kommt's noch. Dass ich hier anfange, Leuten was zu schenken dafür, dass ich die Streams mache. Das ist eigentlich ja umgekehrt. Ich biete hier die Show, ja, und ich werde doch nicht noch selber dafür was bezahlen, damit ich euch eine Show biete. Also sonst geht's doch, ja. Gute Nacht, Jonas. Also wirklich. Oh. Eine Gartenlaubentour. Ja, ja. Wenn das Handy älter ist, gibt es nicht mehr die aktuelle Version von der App. Wow, das ist ja scheiße. Ja, mag sein, dass es ohne euch langweilig wäre, aber wenn halt keiner da wäre, dann würde man halt nicht streamen. Ne? So ist es halt. Aber ich werde jetzt nicht noch anfangen, Leute zu bezahlen, damit die bei uns zuschauen. Nee, nee. So geht's mal nicht. Nee, jetzt brauche ich gerade mal keinen Fall. Nee. Ich bin gerade zu gut. Wir machen hier keine absichtlichen Unfälle. Wenn du nur absichtliche Unfälle sehen möchtest, dann bist du hier leider falsch im Urich.
Was machst du denn da? Ja, ganz ruhig. Nicht zu nah an die Leitplanken, Fabi. Ja, der Chat irritiert mich. Ja, hängst fest, ne? Ja. Oh, ja, kannst mal versuchen, rückwärts zu fahren. Damit du da irgendwie rauskommst. Komm, ja, ein bisschen geht. Die besten Unfälle passieren eh ungewollt. So sieht's aus. Weg, Alter. Das können die jetzt nicht lesen, ne? Was? Was ist der? Nö. Komm, ich muss... Ich glaube, du kommst da nicht mehr raus. Ich glaube, du hängst irgendwie in der Luft oder so. Ja, sehr gut. Deine Antriebsachse hängt in der Luft, Fabi. Komm! Es geht. Langsam, aber es geht. Komm, Baby! Du bist doch mein Ein und Alles. Ja, wenn, wirst du aber trotzdem nicht so ultra häufig sehen. Sagen wir es mal so. Wo ist denn Spiel? Kommst du nicht raus? Ich komm nur raus. Ja, sehe ich. Du stehst auf der Stelle. Du kannst dich da drehen und du hast keinen Antrieb mehr. Weil deine komplette Antriebsachse völlig in der Luft hängt. Warum tut ihr mir sowas an? Kannst vergessen, Fabi. Ja, dann muss ich aber jetzt auf Feierabend machen. Jetzt kommst du nach Osnabrück. Osnabrück? Ja, nach Osnabrück. So, jetzt kannst du hier mal reparieren. Und dann kannst du mal gucken. Du bist jetzt... Hängeabguckte. Da, noch 754 Kilometer. Nee, das ist falsch jetzt. Das ist von, ja, hier bist du. Ich weiß nicht, wo du wo du das gemacht hast. Bis da müsstest du fahren. Und je nach da. Ja. Ich muss schlafen, stimmt. Ja, das musst du jetzt auch, außerdem. Kann ich denn hier schlafen? Da. Tschüss. Enter. Jetzt hast du noch die Handbremse reingemacht. Die musst du gleich wieder lösen. Ja, sicher, sicher. Genau das war das, was ich meinte. Oh, die Anna holt wieder 27.000 rein. Aber du machst trotzdem Gewinn. Das war zu eng gefahren. Ja. Du bist nämlich mit dem Hänger hängen geblieben. Wow, haben wieder zu viele Leute kein Leben mehr. Ist nichts mit sich anzufangen. Sehr, sehr traurig. Was kann? Kann man nur über PayPal spenden? Ja, bisher ja. Machen eigentlich alle über PayPal. Deswegen. Du kannst ja halt ein PayPal-Konto machen und ich glaube, das kann man sogar mit PaySafe-Karten aufladen, falls du nur PaySafe-Karten kaufst. Ja. PaySafe-Kratspendung. Martin der Fahrlehrer, ja, ja. Ihr glaubt es gar nicht, aber das ist anstrengender, als wenn man selbst fährt.
Ach, zu eng genommen die Kurve. Nee, ist okay, weil du hast. Also du hast halt drin, in der Kurve hast du keine Absperrung oder so. Ich sag mal so, wir können auch gerne, wenn das so ist, wir können auch gerne Paysafe-Karten annehmen. Ne? Also kann man, glaube ich, ja, quasi, das ist ja letztendlich auch nur ein Code quasi zum Aufladen, ne? So Prepaid-mäßig. Die könnt ihr uns natürlich per private Nachricht schicken, wenn ihr das so machen wollt, wenn ihr kein PayPal habt. Sind wir natürlich genauso dankbar drüber wie über PayPal. Es wird natürlich kein Alarm ausgelöst auf dem Stream, aber wir würden euch natürlich trotzdem dafür danken. Das ist ja klar. Der automatische Alarm geht halt nur mit PayPal. Kilometer noch. So weit ist er nicht mehr. Dortmund, Duisburg. Vor allem jetzt gerade, weil jetzt gerade relativ früh ist, du hast halt nicht viel unterwegs da auf der. Warum machst du eben Blinker rein? Schon für da hinten oder was? Ja. Besser ist hier früher als zu spät. Ich will mal bremsen. Nur so nebenbei! Oh shit! Checkt er den eiskalt weg. Geile Action. Problem ist, für PayPal muss man über 18 Jahre alt sein. Ja gut. So ist das halt, ne? Danke dir, Jim. Ja, 1000 Punkte sind glaube ich ungefähr 250 Stunden, das kommt schon einfach hin. Das Lenkrad wird 1:1 übersetzt ins Spiel rein. Hast du wieder Autobahn? Du könntest mal wieder schalten, genau. Ich bin nicht 18er PayPal. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie das bei PayPal ist im Moment, ehrlich gesagt. Vielleicht muss man auch nur für diese Bankeinzugsermächtigung irgendwie, also wenn man das quasi nicht auf Guthabensbasis machen will. Auch nochmal an dich, Fabi, Handbremse. Lass ihn doch erstmal das überfordern. Das überfordert ihn ja noch mehr. Was denn mit der Handbremse? Du könntest in der Theorie die Handbremse noch mitbetätigen, wenn du nochmal schnell bremsen willst. Aber das hätte, glaube ich, in dem Fall. In dem Fall hätte das nichts mehr gebracht. Er war viel zu schnell. So. Seid ihr 18? Naja, Reinheitsgebot, das ist halt deine Ansicht davon, ne? Wow. Ja, ich hab's. Ja, grad. Du hast noch nichts verloren. Also, wie gesagt, Reinheitsgebot, das ist halt. Du solltest immer Rückwärtsgang einnehmen. Ne, also es ist einfach so, dass man relativ viel Geld in die ganze Sache reinsteckt. Es ist ja nicht so, dass das ganze Zeug, was man zum Streamen benutzt, dass das alles umsonst ist. Ne? Also man steckt damit unter relativ viel Geld rein. Man steckt auch sehr viel Zeit rein, damit ihr auch gucken könnt. Und Zeit ist Geld. Ja, viel Geld und Zeit und ne, wo man halt andere Sachen machen könnte. Klar ist es ein Hobby, klar macht es Spaß, man spielt halt Videospiele, ne? Und es ist halt, wie du schon sagtest, freiwillig. Und ne, die Leute, die das ist halt eine Form der Wertschätzung, sagen wir es mal so.
Ich erwarte auch von niemandem, der beispielsweise unter 18 ist oder so, oder der noch zur Schule geht oder so, wir erwarten keinesfalls Spenden von solchen Leuten. Das ist eine komplett freiwillige Sache. Also ich verstehe das durchaus sehr gut, dass wenn jemand sagt, ja, ich bin Schüler, ich kann sowas nicht, dann ist das völlig in Ordnung. Die verdienen halt nicht wirklich viel oder gar nichts. Also die haben wir Nebenjobs. Zwingen ja auch keinen irgendwie was zu spenden. Eben. Das ist ja eher von sich selber so, der es macht. Also ich weiß nicht, woran du schon gespendet hast. So, ich für meinen Teil habe teilweise auch schon auch an wohltätige Streams gespendet, zum Beispiel. An Summer Games Done Quick zum Beispiel zuletzt. Wegen Doktoren ohne, also Ärzte ohne Grenzen. Das kann man gerne machen, das ist ja kein Problem. Muss jeder für sich selber wissen. Das ist außerdem Wertschätzung. Ja, ich mache momentan meine Ausbildung zu Mechatroniker für Geldetechnik. Er macht derzeit eine Ausbildung und für mich geht es bald auch wieder los. Fabi, hauptsächlich aufs Senken konzentrieren und dann den Motor, weil wenn du nochmal irgendwo gegenfährst, ist es doof. Steht das Angebot noch mit dem 24-Stunden-Stream? Murph, willst du wirklich durchziehen? Ich habe ja gesagt, wenn das jemand bringt, dann bitte. Warum spende ich für Pandas? Die brauchen ja kein Geld, aber irgendwie ja doch. Letztendlich ist es doch so, zahlt man für so ziemlich alles im Leben. Ja. Man zahlt für die, ne, zum Beispiel für ARD, ZDF, WDR, sind Rundfunkgebühren. Ja, danke für den Follow mit dem interessanten Namen. Tittenwurst. Wahnsinn. Ich meine, wiederum weiß auch nie bei solchen Aktionen. Vorsicht. Oh Gott. Ich hab's, das Maul! Ich hab's kommen sehen. Das Geld doch wirklich ankommt. Ja. Wo kommen wir uns jetzt? Ich spende dir 10, wenn du 200 spendest. Unterhaltung müsste eigentlich nichts kosten. Gibt's auch keine Unterhaltung mehr. Ja, jetzt bist du bei Magdeburg. Jetzt bist du hier. Vorhin warst du da. Nee. Wo warst du vorhin? Bei Osna warst du, ne? Ja. Ja, jetzt bist du bei Magde. Boah. Wie viel Kilometer hast du jetzt noch? Deswegen, guck ein bisschen mehr auf die Strecke. Ja, da steht 0 Kilometer, das ist falsch. Der beste ETS-Stream. Ja, gewöhn dich nicht zu sehr dran, Jim Urich, weil wenn ich fahre, dann passiert da nichts häufig. Zack! Ich hab Vorfahrt. Nee, hast also, du nicht. Ich hab grün gehabt. Ja, das ist völlig egal, die auch. Der entgegenkommende Verkehr hat immer grün. Ja, ist gut. Nur der Verkehr der Seite kommt nicht. Ja, ärgerlich. Wenn Unterhaltung nichts mehr kostet, wird es auch keine gute mehr geben. Das ist wohl richtig. Letztendlich ist es umsonst, abgesehen von der Werbung, die Twitch halt schaltet. Streng genommen müsste man sagen, dass wenn man auf Twitch einen Adblocker verwendet, dann ist das schon ein bisschen mehr oder weniger Diebstahl, weil man halt eine Dienstleistung in Anspruch nimmt und dafür die Werbung nicht in Kauf nimmt. Oder man holt sich halt Twitch Turbo, also das Abonnement von Twitch.
Also du kannst, wenn dich das interessiert, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Reinhardsruhe, du kannst gerne mal unten bei uns im Profil schauen. Da habe ich sogar eine Auflistung gemacht, was ich schon alles ausgegeben habe. Oh. Warum fährst du immer so weit rechts? Ja, wegen dem Reinhard. Du kannst gerne mal unten schauen, was ich schon alles ausgegeben habe. Das ist gar nicht so wenig. Wir sind da nicht mehr im dreistelligen Bereich. Muss runterschalten. Ja. 268 Kilometer, du schaffst es. Nee, der kann mich nicht pleite machen, weil ich krieg ja sogar noch Geld in der Zeit. Weil die KI-Fahrer so viel reinfahren. Das geht schon. So. Das ist ein bisschen Landstraße, da solltest du dich ein bisschen mehr konzentrieren auf jeden Fall. Ja. Warum kein Multiplayer? Weil Multiplayer langweilig. Kaum noch was los auf dem Server. Die haben immer noch nicht die neueste Version. Pack ich. Oh, oh Gott. Meine Güte. Aber ich hab's gepackt. Trotzdem fährt Fabi gut. Sky steht immer hinter mir. Ich weiß sehr zu schätzen. Du bist echt der Beste. Adblock-User, da kriege ich einen Hals. Ja, siehste. Ich weiß nicht, ob du was im Internet machst. Vielleicht bist du ja YouTuber, der von... Ja, die einzige, also wenn du bei YouTube Leute hast, also nur Leute hast, die Adblock benutzen, dann kannst du zwar deine Videos monetarisieren, aber es bringt dir letztendlich gar nichts. Ja, ist genau das gleiche wie bei YouTube. Ich verwende extra bei YouTube und Twitch keinen Adblocker, weil es die Bezahlung der Leute ist, die mir gerade etwas bieten. Und 10 Sekunden Werbung gucken ist auch nicht so schlimm, ne? So sieht's aus. Nee, ich mach nicht noch einen Unfall. Dann müsst ihr ja wieder ganz neu fahren. Vielleicht einen kleinen Unfall. Ja, versuch mal unfallfrei zu fahren. Ich glaube, das ist eine viel größere Challenge für dich gerade. Also da wirklich mal einigermaßen unfallfrei zu fahren, das schauen wir mal. So lang ist die nicht, 200 Kilometer, das geht ja noch. Und du solltest eigentlich mal hochschalten, weil du verbrauchst richtig viel Sprit, so wie du gerade fährst. Ne, nicht mal, aber alle regen sich über Werbung auf, wollen aber alles umsonst. Ja, das ist richtig so. Danke, Sky. Denk dran, bremsen. Genau. Ja, da ist noch genug Zeit für den Unfall durchaus. Aber die besten Unfälle passieren immer noch aus Versehen. Wenn man das quasi absichtlich macht, dann sieht das so gestellt aus. Das ist irgendwie immer, relativ öde. Was soll ich jetzt packen? Unfall oder kein Unfall? Nein, probier mal ohne. Wenn einer passiert, dann passiert einer, aber probier mal ohne. Mein Co-Pilot, das ist, also sein Co-Pilot, das ist, das bin ich, das ist derjenige, dem der Stream gehört quasi. Mein Name steht quasi oben, also mein Nickname. Ich übernehme dann auch das Steuer, nachdem er Martin Ragey fahre. Naja.
Ich übernehme dann auch das Steuer, nachdem er jetzt hier seine Fahrt fertig hat. Mögt ihr Hip-Hop? Überhaupt nicht. Ich mag Hip-Hop. Überhaupt nicht. Ich bin Hip-Hop-Fan. Also er ja, ich nein. Danke, Sky. Ich nehme noch Wetten an für Unfälle. Wettkönige wieder unterwegs. Twitch spinnt heute. Twitch spinnt öfter mal. Das kennst du doch schon. Ja, das ist eigentlich auch mein Motto. No risk, no fun, aber diesmal will ich es mal ohne Unfall probieren. Oh, Martin, darfst du hier 600 Euro zahlen? Ja, dramatisch. Von mir hat mein Führerschein abgenommen. Unfallwetten zur neuen Nischenerscheinung. Nee, besser nicht. 130 Kilometer hast du noch. Spabi, Schild? Wo war denn ein Schild? Vor dir! Oh, hab ich jetzt nicht gesehen. Boah. Upsala. Aber ja, ist kein Unfall. Kilometer, noch gut 100. Schaffst du! Juhu! Ist nicht mehr weit! Denk dran Kurve, ne? Alles easy! Guck mal, zack, zack, zack! La Bomba! Wie kommt es, dass wir, das kommt daran, dass jemand ja seine Meinung quasi geäußert hat, dass er es nicht nachvollziehen kann, warum man halt Donations schickt an Leute wie uns zum Beispiel, anstatt das irgendwie einem guten Zweck quasi zukommen zu lassen, also irgendwie eine, keine Ahnung, irgendeine Kinderhilfe oder sowas, solche Sachen halt. Kann einem bei einem Spiel für ein paar Minuten führen? Nein, kann man nicht, also... Unterhaltung darf nichts kosten. Das ist natürlich die... Das wäre natürlich wunderschön. Dann müssen wir überhaupt kein Geld mehr ausgeben, wenn Unterhaltung nichts kosten soll. Ja, aber dann... Kommt man nie hin. Wir hätten dann so eine große Wirtschaftskrise. Ja, kommst du auch nicht hin, weil die Unterhaltungsbranche ist einfach riesig. Ja. Und jeder der... Ne, also ob der Unterschied zwischen... der Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel irgendeiner RTL oder ProSieben-Produktion oder so, ja, oder der Unterschied zwischen irgendeiner Twitch-Produktion, ja, ist kein wirklich sonderlich großer. Also im Grunde ist es das Gleiche. Du bietest halt eine Show an. Ja, man muss das halt. Oder auch oder bei YouTube. Ich finde das auch, man sollte es einfach abgrenzen zwischen Unterhaltung und Spenden an armen Kindern. Das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Genau. Also nur weil man halt nur weil man halt irgendwie für Unterhaltung was bezahlt, heißt halt nicht, dass man nicht noch spenden kann. Genau. Morgen kaufe ich mir einen Kinderriegel, hab ich gerade voll Bock drauf. Mach das. Goal. Naja, kommt eine Kurve, oder? Nee, goal. Pack dich. Komm! Reggie Gaming GmbH. Es kam noch kein Gegenverkehr. Kann ich nochmal überholen? Ihr bekommt ja noch wenige Donations. Bei größeren, zum Teil langweiligen Streams bekommen die alle 10 Sekunden von über zu. Ja, eben. Das ist richtig. Fabi, nicht umkippen. Alles gut. Ich hab alles unter Kontrolle. Oh mein Gott. Wir haben alles geplant. Oh mein Gott. Oh, jetzt ist der Motor. Ja, da hast du recht, The Barmer.
Das ist teilweise unglaublich, was die großen Streams so wie viel bekommen die? Ach, da geht dann dauernd irgendwas rein. Das ist krass. Rikos Profil auf eurer Seite findet den Fehler. Ja, kann ich gleich mal gucken. Ja, ich war irgendwie schon Sky. Ich war mir, als würde er GTA spielen. Er hatte schon was recht, ja. Ja, das kommt demnächst wahrscheinlich auch nochmal. Fabi Plays GTA 5 oder so. Das hat er ja auch noch offen. Ja, aber ich habe schon Streams gesehen von den größeren Leuten. Ob teilweise 200, 300 Zuschauer, teilweise auch mehr als 1000. Ja, die haben da in einem 2-Stunden-Stream mal eben, keine Ahnung, $1000 bekommen oder so. Oder 1500. Das ist übertrieben. Manche kriegen richtig, richtig viel Kohle durch die Streams. Das ist ja bei uns noch nicht so. Monte hat von einem 170 Euro auf einen Schlag bekommen. Ja, ja. Bum, bam, puff, alles gut, Fabi 2014. Nice! Nice, Fabi. Ja, ist alles gut. Das Force Feedback hört sich an wie brechende Holzbalken, ja. Das Force Feedback ist manchmal etwas brutal. Machst du denn? Ich wollte nur mein Auto überfahren. Du hast schon wieder 50% Schaden, Fabi. Ja. Jetzt, umso mehr Schaden du hast, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Motor ausgeht, ne? Ja. Alles gut. Ich wurde nochmal geblitzt eben. Ja gut, innenorts. Oh, Bremsen. Oh. $1900 auf einmal. Boah. Kriegt ihr die Donations privat zur freien Verfügung? Naja, die gehen halt auf mein PayPal-Konto mehr. Also die sind auf mein PayPal-Konto und theoretisch gesehen kann ich damit machen, was ich will mit dem Guthaben, was ich auf PayPal habe. Aber ich, oder wir verwenden das halt für, ja, um diesen Stream besser zu machen. Ne? So neues Equipment zu kaufen halt. Wie beispielsweise jetzt neues Mikrofon, was bei mir fällig ist, weil, wie gesagt, das muss ich zurückgeben, das ist nämlich leider nicht meins. Und selbst wenn man mal kein Fabi zu eng. Das geht. Muss ich jetzt da bei Bosch reinfahren? Ja, ne? Ja, du musst da rein, aber oh Fabi, ja, probier's aus. Halt dich links, du darfst nicht so weit nach rechts. Fahr mal zurück, das wird so nix. Hey, ich stream auch, gib mir ein paar Donations und mein Lenkrad. Ja, Bär, da musst du dir einfach mal eine Followerschaft quasi erarbeiten. Ah, Mann, ey! Du musst nochmal rausfahren. Du musst da gerade rein, das wird sonst nichts. Ich weiß gerade nicht mehr. Fabi braucht einen Begleiter, weil er so fährt, so ein Schwert. Das wird immer noch nichts so werden, Fabi. Du musst da gerade rein, auch mit deinem Anhänger. Du musst da so passen. Nein! Guck dir mal an, wie schräg dein Anhänger steht. Warte! Ja, du kommst jetzt wieder dagegen. Beweg dich. Oh Gott. Zeig mal deine Mods bitte. Kann ich gleich machen, Sexagy. Das geht jetzt. Also machen wir, nachdem er gefahren hat, weil dann lade ich sowieso mein Safe Game. Ach. Jetzt fahr doch mal gerade da rein. Also nochmal drehen, nochmal schön gerade reinfahren und dann klappt es auch mit der Einfahrt. Die Einfahrt ist sowieso sehr ungeeignet für Trucks, also keine Ahnung, was ich SCS-Software da gemacht hat. Kommt da noch irgendwie anders rein. Fahr doch mal da lang, also links lang. Genau, da lang. So, jetzt drehst du da an der Ampel gleich. Großer Bogen, nicht, dass du in der Mitte hängen bleibst.
Okay. Großer Bogen. Das wird vielleicht sogar noch nicht mal reichen. Der war noch nicht groß genug, eventuell. Ich bin gepennt, bis bald. Alles klar, Brunnenbruder, danke fürs Zuschauen. Mach's bis demnächst. Boah, gerade so eben. Ich bin. Ja. Nicht, fahr wieder einen Bogen, ne? Fahr einen Bogen. Nicht zu weit in. Du fährst nicht zu weit in. Genau, fahr so. Ja, und jetzt lenkst du langsam ein. Das zocken wir aus der LTS noch viele, viele Spiele. Also prinzipiell empfehle ich dir da mal. Jawoll! Ich hab's gepackt, Jungs! In unserer Stream-Beschreibung zu schauen. Da stehen schon einige Spiele, ansonsten. Prinzipiell ist es richtig Scooby, ja. Durchaus. Also. Man bekommt ja auch immer viele Anfragen, oder? Der eine fügt einen bei Steam hinzu, der andere schreibt einen bei Steam und so weiter. Also das ist eine ganz andere Sache. Man wird halt in gewissem Maße zu einem Dienstleister, auch wenn man das nur als Hobby macht. Man fühlt sich des Öfteren so. Das ist auf jeden Fall richtig. Das will ich sehen, wie du da jetzt reinkommst. Wenn du so schräg stehst. Also, was spielen wir denn noch? Ja, so Sachen wie Payday und Minecraft und Left 4 Dead 2, Diablo 3, Borderlands. Also viele Spiele auf jeden Fall. Ja, perfekt geparkt. Ja. Oh, nee, ich muss jetzt, ey. Ja, dann bleib doch stehen. 22 Uhr. Mach doch mal den Gang raus. So, dann mach Eingabe. Drückst du Eingabe, so. Oh. Rücksichtslos, Fabi. Das war rücksichtslos. Oh, ich finde nicht, dass... 61% Schaden an der Ware. Also wirklich, ja. Ja, was soll's. So, Leute. Ich muss mich jetzt bei euch verabschieden. Ich muss jetzt auch noch nach Hause. Etwas Naruto gucken, dann auch schlafen gehen. Jo. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich gefahren bin. Genau, der Fabi, der macht sich jetzt vom Acker und... Genau. Der Martin spielt jetzt weiter für mich. Ich werde jetzt gleich weiterfahren. Ja. Genau. Dann sage ich mal Adios, Leute. Bis Gute Nacht, ich darf jetzt endlich Warframe spielen. Ja, dann spiel mal Warframe, Scooby. Danke fürs Zuschauen. Leg da hin. Genau. Ich als Fahrlehrer nehme selber jedes Auto mit. Ja, das kommt darauf an, wie ich fahre. Wenn ich vernünftig fahre, nehme ich nicht jedes Auto mit. Typical K. Ich kann gerne mal vernünftig fahren, das ist mir egal. So 100% bestanden, Fabi, sagt noch der Junkie. Ich danke dir, Junkie. So. Okay. Mach's gut, Leute. Wir machen ein kurzes Päuschen, so ungefähr 5 Minuten, sind dann gleich wieder da, dann fahre ich weiter. Also Leute, ich sag mal bis gleich, ne?